Ich möchte gerne heute Abend einige Gedanken teilen mit euch über geschicktes Bemühen oder angemessenes Bemühen. Und dieses Thema scheint vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so aktuell zu sein oder nicht so attraktiv oder zeitgemäß. Bei dem Wort Bemühen kommt uns schnell die Mühe in den Sinn oder Anstrengung, Beschwerlichkeit, Zeitaufwand und solche unerfreulichen Dinge mehr. Und auch so von der Gesellschaft her gesehen, sind wir nicht so gut eingestellt auf Bemühen. Der Trend geht eindeutig in Richtung immer müheloser, immer schneller Dinge zu erreichen. Zum Beispiel im Verkehr wird es immer schneller, damit wir keine Zeit, keine Mühe mit Reisen verbringen müssen. Oder die Migros, einer unserer Schweizer Großverteiler, die macht es so, mehr Leben mit irgendwelchen Fertig. Oder die Pharmaindustrie, die uns mit speziell designten Drogen versucht, erwünschte Geisteszustände mühelos schnell zu verschaffen. Eine erhöhte Superkonzentration oder andauernde Superwachheit und solche Dinge. Und einer Sache nachzugehen, die ausdauerndes Bemühen verlangt, erscheint unserer Gesellschaft eher schon als Zumutung. Oder dann muss es wirklich etwas Spektakuläres versprechen. Irgendeine Erstbesteigung oder sonst etwas, was wir dann im Guinness-Buch der Rekorde nachlesen können. Jetzt in der buddhistischen Lehre hat das Bemühen hingegen ein sehr großes Gewicht und es wird in vielfältigen Bezügen auch immer wieder erwähnt und herausgestrichen. An gewissen Stellen wird es Virya genannt. Das kommt von der Wurzel Held oder Heldin. Und in dieser Bedeutung spricht es vor allem Widerstandskraft an oder Courage auch, Mut, Entschlossenheit, Beherztheit, es mit Hindernissen aufzunehmen, die unweigerlich auftauchen, wenn wir uns auf einen Weg machen. Der Effort auch gegen den Strom jahrelanger Gewohnheiten und Konditionierungen anzugehen oder überhaupt mal stehen zu bleiben. An anderen Stellen wird es Vayama oder Samma-Vayama genannt, rechtes oder geschicktes oder angemessenes Bemühen. Und ich habe noch versucht, andere Worte dafür zu finden. Effort, Einsatz, Engagement, Energie, Tatkraft, Ausdauer, Entschlossenheit, auch Hingabe. Und dass dem Bemühen in unserer Praxis so viel Bedeutung beigemessen wird, hat meines Erachtens damit zu tun, dass es eben auch wirklich um sehr Bedeutendes geht, um Außerordentliches geht in unserer Praxis. Um nichts weniger als das, was uns alle verbindet und das wir ganz kurz gefasst auf den Nenner bringen können, dass wir alle glücklich sein möchten und Leid vermeiden oder gar nicht erleben möchten oder beenden möchten. Allerdings ist in diesem Zusammenhang das Verständnis von Glück nicht identisch mit dem, was uns Wirtschaft oder Werbeträger suggerieren. Das Glück, von dem wir in diesem Zusammenhang sprechen, besteht nicht aus einer Reihe ununterbrochener, angenehmer Zustände unter Ausschluss alles Unangenehmen, Schmerzhaften, aller widrigen, unerfreulichen Umstände. Eher scheint es um einen Seinszustand zu gehen, um eine Art zu sein, als um ein angenehmes, aber flüchtiges Gefühl. Eher um die Art und Weise, wie wir das Leben sehen, als bestimmte Dinge erfüllt bekommen, zu bekommen von außen. Vielleicht könnte man von diesem Glück auch sagen, es sei ein tief im Innern wurzelnder Gleichgewichtszustand, verbunden mit der Fähigkeit, Herzenswärme und Mitgefühl zu empfinden. Und mit dieser Art von Glück verhält es sich so, je mehr und je ausschließlicher wir unser ganz persönliches Glück anstreben, unter Ausschluss anderer, desto einsamer
unzufriedener und glücksbedürftiger fühlen wir uns letztlich. Und die Fähigkeit, aus unserem Kokon herauszukommen und auf das Wohlsein aller zu achten, wobei alle immer uns selbst mit einschließt, das verleiht uns Verbundenheit oder Wärme und Erfülltsein, Glücklichsein. Und wenn uns diese Art von Glück interessiert, anspricht, erstrebenswert erscheint, dann ist es offensichtlich, dass ein bloßes Wunschdenken uns nicht sehr viel weiterbringt. So wie wir auch unseren Lebensunterhalt zum Beispiel nicht einfach nur durch Wunschdenken bestreiten können. Oder wie das beste Medikament, das gegen eine bestimmte Krankheit existiert, uns auch nicht heilen kann, wenn wir es nicht einnehmen, sondern nur den Beipackzettel lesen und nicken und finden, ja, das ist wohl das beste Medikament. Der Buddha hat klar zum Ausdruck gebracht, dass wir uns aus eigener Kraft ändern können. Oder ich könnte es auch anders ausdrücken und sagen, dass die Fähigkeiten und die Qualitäten, die uns erlauben, inneres Glück zu empfinden, unserem Herzen und unserem Geist bereits als Möglichkeit, als Fähigkeit, als Potenzial innewohnen und darauf warten, entdeckt und verwirklicht zu werden. Es gibt auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die beweisen, dass wir nicht einfach nur als Glückliche oder Unglückliche geboren werden, ohne die Möglichkeit daran irgendetwas zu ändern. Es gibt Experimente, die aufgezeigt haben, dass es tatsächlich möglich ist, durch eigenes Bemühen, zum Beispiel Meditationspraxis, diejenigen Qualitäten zu kultivieren, die zu Glücklichsein beitragen, wie zum Beispiel Mitgefühl, Großzügigkeit, innere Ruhe, Gelassenheit, Achtsamkeit und so weiter. Mathieu Ricard, ein mittlerweile bekannter Franzose, der Mönch ist in der tibetischen Tradition und sich auch sehr für wissenschaftliche Experimente interessiert und da mitarbeitet, hat an einer Stelle gesagt, eine Lebensweise zu pflegen, durch die man dauerhaftes inneres Glück erreicht, ist eine Kunst. Es erfordert ständiges Bemühen, eine unablässige Schulung des Geistes und die Entwicklung einer Reihe von menschlichen Qualitäten wie etwa Geistesruhe, Achtsamkeit oder selbstlose Liebe. Wie wir alle aus unserer eigenen Erfahrung wissen, sind Gewohnheiten etwas ziemlich Beharrliches und es braucht viel Energie, wenn wir daran etwas ändern wollen. Also vor allem an den nicht so hilfreichen Gewohnheiten. Oder auch die Beharrlichkeit, die es oft braucht, um neue hilfreiche Gewohnheiten sich anzueignen. Wenn wir zum Beispiel viel Wert auf Pünktlichkeit legen und schon versucht haben, uns nicht zu ärgern, wenn dieselbe Person wieder einmal zu spät kommt, dann haben wir vielleicht gemerkt, wie schwierig es ist, eine geistige Gewohnheit zu ändern. So dieses sich ärgern darüber hat schon einige Kraft. Und einfach zu denken, ja, dieses Mal will ich mich jetzt nicht ärgern, hilft meistens nicht. Aber auch physische Gewohnheiten zu ändern, zum Beispiel Konsumgewohnheiten zu ändern, ist etwas, das nicht einfach nur auf Wunsch oder Knopfdruck funktioniert. Nicht so leicht geht. Ich bin selbst noch in der Generation aufgewachsen, die Shellac-Platten die Jugend verbracht hat. Und wenn man dann nicht achtsam mit den Platten umging, dann gab es mit der Nadel, die man da aufsetzte, irgendwo an einer Stelle einen tiefen Kratz und man konnte machen, was man wollte an dieser Stelle, hat die Platte dann den ewigen Umgang gekriegt, bis jemand aufstand und den Arm hob und an einer weiteren Stelle einfach diese Stelle übersprang und dann wieder aufsetzte. Gewohnheiten, diese Rillen, diese Kratzer auch in den Rillen.
Oder ein anderes Beispiel sind Fahrrillen auf den Autobahnen. Man wird unweigerlich hineingezogen. Man will das zwar nicht, man landet einfach immer wieder dort, nicht weil es hilfreich wäre, sondern einfach weil man schon so oft jetzt auf die Gewohnheiten bezogen. Der Buddhismus hat jedoch ein sehr dynamisches Verständnis von unseren Möglichkeiten und sagt, dass Veränderung jederzeit möglich ist, unter der Voraussetzung, dass wir uns angemessen bemühen, dass wir uns selber da weiter bewegen, wo wir stecken geblieben sind. Oft ist es so, wenn wir das begriffen haben, dass wir uns dann in die nächste Schwierigkeit stürzen, dass wir mit enormen Erwartungen oder mit viel Druck oder mit Ehrgeiz oder mit großer Anstrengung unsere Kräfte verausgaben und irgendwann bemerken müssen, dass wenn wir mit derselben Anstrengung oder Anspannung, die unsere Probleme an erster Stelle kreiert hat, dass wir mit dieser Anspannung praktizieren, wir schlechte, schwierige, schmerzhafte Gefühle einfach nur verstärken. Natürlich ist es notwendig und legitim, mit einer Absicht, mit einem Wunsch zu praktizieren. Wir brauchen ja eine Vision dessen, wo wir hinzielen, eine innere Ausrichtung. Und gleichzeitig ist es ziemlich unrealistisch, einen Zustand, den wir eigentlich noch gar nicht kennen, wie innerlich in der Vorstellung vorwegnehmen zu wollen und dann dieser Vorstellung irgendwie hinterher zu rennen. Und es ist auch ziemlich unrealistisch, alles und sofort und für immer verändern zu wollen oder zu erwarten. Und wenn wir uns dann genug angestrengt haben und gemerkt haben, ja, so kann es auch nicht gehen, dann kippen wir manchmal auf die andere Seite, in das andere Extrem. Unser Praxiszugang wird dann eher lässig, so ein bisschen zurückgelehnt, zufällig, schwammig oder vielleicht auch allzu entspannt. Und wir laden somit auch Selbstzufriedenheit ein oder Trägheit oder Ablenkbarkeit. Der Buddha hat in einer Lehrrede ein sehr eindrückliches Bild gegeben für die angemessene Qualität des Bemühens. Er hat mit einem seiner Mönche, der offensichtlich mit diesem Gleichgewicht sehr Mühe hatte, gesprochen und hat ihm gesagt, ja, du warst doch früher Wiener Spieler. Es ist ein Saiteninstrument, ein indisches. Und ja, wie war denn der Ton, wenn die Saiten zu straff gespannt waren? War viel zu schrill und zu hoch und völlig daneben, durchbohrend. Ja, und wie war denn der Ton, wenn die Saiten schlaff waren und zu wenig angespannt? Ja, dann war er einfach dumpf oder kraftlos, lahm und er konnte auch nicht angemessen auf seinem Instrument spielen. Ein geeignetes Maß an Bemühen zu finden, ist in sich schon ein dynamischer und kreativer Prozess, so wie das Stimmen eines Instruments. Und an anderer Stelle habe ich nochmal eine Aussage gefunden darüber in einer anderen Lehrrede. Es ist ein Mönch, der den Buddha befragt, wie er denn diesen Weg gemacht hat zum Erwachen oder eben die Flut des Leidens überquert hat. Und fragt ihn, wie, o Herr, hast du die Flut des Leidens überquert? Ich habe jetzt das etwas salopp übersetzt, moderne Sprache. Der Buddha antwortet, ohne zu trödeln, Freund, und ohne mich zu stressen, habe ich die Flut überquert. Und? Wie war das möglich? Wenn ich trödelte, Freund, so sank ich, und wenn ich stresste, wurde ich weggetrieben. So, Freund, habe ich ohne zu trödeln und ohne zu stressen die Flut überquert. Jetzt wird es eigentlich darum gehen, zu schauen, was kann uns einerseits Energie, Spannkraft, Enthusiasmus verleihen und gleichzeitig auch den Aspekt von Hingabe, Leichtigkeit und Geduld nicht zu vergessen, um dieses Maß und dieses Gleichgewicht wiederzufinden. Eine ganz wichtige Quelle
für Energie im Bemühen, dünkt mich ein lebendiges Interesse am Leben selber. Und aus diesem lebendigen Interesse kann eine Art experimenteller Forscherfreude entstehen. Und manchmal denke ich, hier in unseren Breitengraden ist das vielleicht ein sehr wichtiger Teil, diese Forscherfreude oder Experimentierfreudigkeit. Manchmal tendieren wir hier ein bisschen zu einer gewissen Schwere oder so etwas angestrengt Ernsthaftes. Und ein etwas spielerischer Zugang könnte uns helfen, freudiges Bemühen oder sogar beflügeltes Bemühen zu entdecken. Oder was auch helfen kann, eine andere Möglichkeit, eine bekömmliche Spannkraft zu finden, ist die Perspektive, uns auf einen lebenslänglichen Prozess einzulassen. Praxis ist kein Projekt, das bis dann und dann abgeschlossen sein soll. Wir können uns alle nur wünschen, dass wir bis zu unserem letzten Atemzug mit der Praxis verbunden sein mögen. Und diese weite Perspektive, die kann uns einerseits eine gewisse Dringlichkeit geben und andererseits aber auch etwas Gelassenheit. Manchmal ist es dann so, dass die Gelassenheit in die Nachlässigkeit gibt. Wenn wir einigermaßen wach bleiben, werden wir merken, dass das Leben selbst eigentlich immer wieder eine neue Herausforderung bringt, eine neue Schwierigkeit uns serviert und bietet, die unserer Praxis wieder mehr Dringlichkeit und Priorität von selbst an. Und ein ausgeglichenes, angemessenes Bemühen kann auch trennen zwischen dem Bemühen an und für sich und der Vorstellung, wie Erfolg sein müsste in diesem Bemühen. Und wir können dann sehen, dass es unsere Aufgabe ist, uns zu bemühen, so gut es im Moment eben geht, aber dass es nicht unsere Aufgabe ist, das momentane Resultat unserer Bemühungen immer wieder im Vergleich mit unseren Erwartungen und Vorstellungen zu bewerten. Es reicht, wenn wir uns bemühen. Das rechte oder das geschickte Bemühen wird oft auch als vierfaches Bemühen eingeführt. Und ich möchte dieses vierfache Bemühen noch kurz umreißen. Einerseits geht es darum, unheilsame, leiderzeugende Impulse und Gewohnheiten zu beenden, wenn sie da sind, und zu vermeiden, dass neue aufsteigen. Und andererseits geht es darum, heilsame Impulse, die Wohlsein und Glück fördern, zu kultivieren und, wenn sie da sind, sie zu festigen. Ich beginne mit dem Bemühen, zu verhindern, dass unheilsame, ungeschickte, leidvolle Zustände von Herz und Geist entstehen. Zeitweise mag es angemessen sein, bestimmte Situationen, von denen wir wissen, dass sie negative Reaktionen in uns hervorrufen, zu vermeiden, bis wir uns ihnen gewachsen fühlen. Zum Beispiel im Alltag, wenn wir jedes Mal beim gleichen Politiker in Rage geraten, könnte es weise sein, einfach für eine Weile keine Fernsehdebatten zu verfolgen. Oder vielleicht haben wir herausgefunden, dass wir zu einer bestimmten Tageszeit besonders reizbar und brummig sind und wir können nach Möglichkeiten suchen, mit den jeweils Betroffenen, mit Partnern, Partnerinnen, Kindern, Arbeitskolleginnen und so weiter, die Situation kreativ zu entschärfen, indem wir schon im Voraus bestimmte Abmachungen treffen. Was ich jetzt als Beispiele genannt habe, bedeutet jedoch keine Aufforderung, Schwierigkeiten einfach konsequent nur aus dem Weg zu gehen. Es ist eine bewusste Entscheidung, den unheilsamen Neigungen den Boden zu entziehen, auf dem sie gedeihen könnten. Und diese Entscheidung kommt aus dem Verstehen der momentanen Schwierigkeiten und auch der momentanen eigenen Fähigkeiten.
Letztendlich geht es natürlich darum, mit Konflikten und Herausforderungen, auch mit eigenem Scheitern, konstruktiv umzugehen und Geduld und Gleichmut zu entwickeln. Das heißt, wenn wir bemerken, dass wir vor allem damit beschäftigt sind, allem Unangenehmen aus dem Weg zu gehen, und wenn wir dies auch schon recht gut beherrschen, dann ist es wohl an der Zeit, sich den Herausforderungen auf eine andere Weise zu stellen. Dieses Bemühen kann auch auf der Ebene des Geistes hilfreich sein. Wenn unsere Achtsamkeit gut ausgebildet ist, können wir uns davor bewahren, in Gedanken immer wieder in dieselben Geschichten hereinzufallen, die uns traurig oder wütend oder verzweifelt oder verlangen oder irgendeinem ungeschickten Geisteszustand machen. Wenn wir schon x-mal die erotische Fantasie, die unser Verlangen schürt, durchgespielt haben, dann können wir sie vielleicht das x und einte Mal aufgeben, schon bevor wir voll da reingegangen sind, einfach weil wir wach sind und merken, jetzt ist das wieder im Anzug, wir sind so wach und können es gleich fallen lassen. Wenn wir wach genug sind, können wir uns bewusst dafür entscheiden, nicht hilfreiche gedankliche Optionen einfach fallen zu lassen, noch bevor sie ihre volle Wirksamkeit entfaltet haben. So viel zu diesem einen Bemühen, das nicht entstehen lassen von nicht hilfreichen, ungeschickten Geisteszuständen. Dann das zweite Bemühen, unheilsame, leidvolle Geisteszustände, die im Moment wirksam sind, die Macht über uns zu entziehen. Ich nehme mal an, dass das für viele von uns eine ganz vordergründige Motivation ist, die uns zum Dharma gebracht hat. Wir leiden unter unseren eigenen quälenden Gemüts- und Geisteszuständen wie Angst oder Wut oder Neid, Unsicherheit, Gier, Verlangen, Anhaften, wie sie alle heißen. Und wir hoffen, durch Meditation, durch unsere Praxis, sie irgendwie loszuwerden und nur noch angenehme Gefühle zu haben. Und dieser ganze Rattenschwanz von sogenannten Geistesgiften sind in sich so unangenehm oder so schmerzhaft, dass wir sie am liebsten einfach nur loswerden oder abwerfen möchten, ohne sie vorher wirklich zu verstehen. Und gerade dieser Punkt verlangt sehr viel Bemühen und ein klares Verständnis. Wenn ich aus einer aversiven, destruktiven Haltung heraus einen quälenden Geisteszustand beenden will, dann verstärke ich bloß diesen quälenden Zustand. Und genauso wenig funktioniert es, wenn ich versuche, aus Angst oder Ärger, die mich beherrschen, diesen Zustand zu unterdrücken oder zu leugnen. Manchmal können wir in einer solchen Situation gar nicht mehr tun, als sie einfach so anzunehmen, so wie sie ist, in dem Moment, in der ganzen Schmerzhaftigkeit, ohne jemand anderes dafür verantwortlich zu machen und ohne uns selbst dafür zu verurteilen. Und in dem Maß, wie uns das gelingt, können wir entdecken, dass achtsames, liebevolles, gelassenes Annehmen in sich schon befreiend wirkt. Wir lernen uns achtsam zu öffnen, der Eifersucht oder dem Verlangen oder der Verwirrung oder was es gerade ist, was da ist, ohne das Geringste dafür oder dagegen zu tun. Wir bleiben liebevoll im Kontakt damit und entdecken, dass auch dichte, schmerzhafte Emotionen einfach nur das sind, was sie sind. Momentane, vorüberziehende dunkle Wolken. Und wenn wir sie nicht mit neuen Gedanken derselben Kategorie füttern, mit neuer Energie derselben Kategorie füttern, verlieren sie nach und nach ihre Macht über uns, sie lösen sich auf, so alles andere auch ist, was je entstanden ist. Soweit zu den unhilfreichen Geisteszuständen, den Bemühen, damit umzugehen. Dann das Bemühen, heilsame, bekömmliche Geistzustände zu entfalten. Und diesem Punkt
möchte ich auch ganz besonderes Gewicht verleihen, weil wir oft so darauf fixiert sind, unsere Fehler zu sehen oder das Schmerzhafte zu sehen, das, was wir loswerden möchten, das, was nicht gut genug ist, das, was nicht so gut läuft, weil wir viel Energie damit verbringen, das zu analysieren und oft unsere gesamte oder fast unsere gesamte Energie dafür aufbringen. Wir sind oft einseitig darauf fokussiert, störende Emotionen und Verhaltensmuster zu ändern und vergessen, dass es in unserer Praxis nicht ausschließlich darum geht, uns von Geistesgiften zu befreien. Ein wesentlicher Teil der Praxis besteht nämlich darin, Geisteszustände zu kultivieren, die direkt zu emotionalem Gleichgewicht und Glück beitragen. Eben Eigenschaften Großzügigkeit, liebevolle Güte, was wir heute zusammen angefangen haben, die Praxis, Mitgefühl, Geduld, Vertrauen, viele andere. Und irgendwie unterschätzen wir oft diese Kraft. Es geht bei diesen Zuständen, bei diesen heilsamen Zuständen nicht einfach darum, dass sie sich gut anfühlen, sondern dass sie mit der Zeit wirklich zu einer tragfähigen Basis in uns anwachsen können. Wenn unser Geist gut versorgt ist mit heilsamen Dingen, wenn ich das so nennen kann, wird die Macht, welche unheilsame Dinge über uns und unseren Geist ausüben kann, immer mehr geschwächt. Es gibt ein bekanntes Beispiel, ich weiß aber nicht mehr genau, wo ich es gefunden habe, von dem Klumpen Salz und dem Gefäß, mit dem Wassergefäß. Der Klumpen Salz, der würde negativen, zerstörerischen, schmerzhaften Impulsen entsprechen. Und das eine Mal fällt dieser Klumpen Salz in eine Tasse Wasser. Und die Tasse Wasser ist der Geist, der nur wenig Heilsames enthält. Darum ist es eine Tasse, eine kleine Tasse. Und wenn da ein großer Klumpen Salz hineinfällt, dann wird das ganze Wasser in der Tasse automatisch ungenießbar, fatal versalzen. Das andere Mal fällt genau dasselbe Klumpen Salz in ein riesiges Becken voll Wasser. Und das riesige Becken voll Wasser, das würde einem Herz und Geist entsprechen, der gefüllt ist, angefüllt mit heilsamen Tendenzen und Qualitäten. Und in dieser großen Wassermenge fällt dieser eine Klumpen Salz überhaupt nicht ins Gewicht. Das Wasser wird kaum davon berührt sein. Das heißt, wenn unser geistiges Klima bereits von Selbstanklagen, von Aversion gegen andere oder von zwanghaftem Verlangen vergiftet ist, wird uns jeder weitere destruktive Impuls tiefer und tiefer hinunterziehen. Genau dasselbe destruktive Impuls kann uns jedoch nicht viel anhaben, wenn das geistige Klima mit positiven Eindrücken gut versorgt ist oder gut gefüllt ist. Ich wurde in meinem Training im klassischen Yoga zu einem sehr nachhaltigen Experiment aufgefordert von meinem Lehrer Dr. Jayadeva Yogendra. Ich hatte die Aufgabe, ein halbes Jahr lang ein Tagebuch zu schreiben, wirklich Tagebuch, nicht irgendwie Wochenbuch oder Paartagebuch, Tagebuch jeden Tag, einen Eintrag zu machen, in dem ich ausschließlich hilfreiche Gedanken oder Entscheidungen, Entschlüsse notieren sollte. Und das war ganz schön schwierig am Anfang. Es hat mir erschreckend vor Augen geführt, wie vordergründig die unzufriedene, die kritisierende, aversive Perspektive in mir lebte. Und zum anderen hat es mich dann, als ich wirklich dran blieb und damit weiter experimentiert habe, hat es mich dazu gebracht, mindestens teilweise meine Perspektive zu ändern, weil ich hatte es schwarz auf weiß, wie das aussah. Und konnte spüren, welche Kraft in einem positiven und ausgeglichenen Geist liegt. Ich möchte an dieser Stelle speziell noch die Praxis von Metta und der Brahmaviharas nochmals erwähnen. Die Haltung der liebevollen Güte, die Haltung
des Mitgefühls, der Freude, der Mitfreude und des Gleichmuts, die dem Geist die innere Bodenhaftung und die innere Weite gibt, auch mit starken Gefühlen und Emotionen das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Wenn man das systematisch kultiviert, sind das sehr wirkungsvolle Praktiken, die die Gewichtungen in unserem Herzen ganz eindeutig verschieben können, zugunsten der heilsamen Seite. Und sie haben auch den Vorteil, dass sie sowohl in Retreatpraxis als auch im Alltag kultiviert werden können. Wir werden dann im Lauf dieser Tage immer mehr noch in diese Metapraxis eintauchen. Soweit zum Bemühen, heilsame Qualitäten in Herz und Geist entstehen zu lassen, zu fördern. Dann das Bemühen, bereits vorhandene heilsame Qualitäten von Herz und Geist zu festigen, auszuweiten. Wenn wir einen heilsamen Geisteszustand erleben, sei es zum Beispiel Interesse am Dharma oder tiefe Freude oder ein Gefühl von Verbundenheit, von Liebe, von Mitgefühl, sei es tiefe Sammlung, sei es Vertrauen oder sei es auch ein bisschen Sammlung, dann fühlt sich das meistens angenehm an. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen können, ohne einfach nur anzuhaften an diesem angenehmen Gefühl. Als ich mit der Meditationspraxis begann, mit der buddhistischen, war ich eine Zeit lang davon überzeugt, dass es einzig darum ginge, solche angenehmen Gefühle zu haben. Und ich war so eingenommen und fasziniert davon, dass ich dachte, wenn ich alles richtig machen würde, wenn ich immer richtig praktizieren würde, dann würde ich für den Rest meines Lebens in heilsamen Geisten. Das sei so ganz direkt eins zu eins die Praxis. Später habe ich dann bemerkt, wie stark ich mich mit heilsamen, angenehmen vor allem Geistzuständen identifiziert hatte, wenn sie da waren, wie sie angehaftet hatte. Und zwar hat die Intensität von Leiden, von Dukkha, das ich jeweils empfand, wenn die angenehmen Geistes- und Herzens- und durchaus auch körperlichen Zustände, Glückszustände zu Ende gingen. Dieses Leiden hat mir gezeigt, wie sehr ich Anhaftung entwickelt hatte, was kein geschickter Umgang mit diesen Energien ist und was heilsame Qualitäten unbedingt festigt oder ausweitet. Heute finde ich es eine ziemlich interessante Praxis, weise mit hilfreichen, angenehmen, freudvollen Zuständen umzugehen. Es würde bedeuten, achtsam damit in Kontakt zu bleiben, wenn sie auftreten. Und unter Umständen braucht es viel innere Weite und Gelassenheit, mächtige Energien von Freude oder anderen hilfreichen Geisteszuständen einfach zu halten. Einfach damit verbunden zu bleiben, ohne sie sofort ausagieren zu müssen oder auch ohne mehr draus machen zu müssen. Das Anhaften habe ich schon erwähnt. Sie einfach so zu genießen, wie sie kommen und wie sie wieder gehen. Eine weitere Möglichkeit, heilsame Zustände weiter zu kultivieren, wenn sie da sind, besteht darin, im Moment, wenn wir wach genug sind, den heilsamen Zustand, den wir empfinden, zu teilen oder zu widmen dem Wohl anderer. Ich mache ein paar Beispiele von dem, was ich meine. Zum Beispiel, möge diese Freude, die ich im Moment spüre, alle Wesen nähren, wenn gerade ein freudiger Zustand da ist. Und das braucht überhaupt nichts Dramatisches oder Außerordentliches zu sein. Oder möge das Vertrauen, das ich im Moment erfahre, alle Wesen, die von Zweifeln zerrissen sind, zugutekommen. Oder wenn Ruhe und Frieden das sind, was wir im Moment gerade erfahren, dann können wir innerlich denken oder wünschen, möge die Ruhe und der Frieden, den ich erfahre, alle diejenigen erfüllen und umhüllen, die von Hass zerrissen sind.
Oder vielleicht sind wir mal einen Moment dankbar und nehmen das wahr, sind so achtsam, dass wir nehmen, dass Dankbarkeit da ist. Dann können wir wünschen, möge die Dankbarkeit, die ich im Moment empfinde, alle von Verlangen gepeinigt liegen, befrieden. Sorry. Und auf diese Art können wir unsere Kreativität ziemlich freien Lauf lassen. Ich finde das eine außerordentlich inspirierende Praxis, eine wunderbare Möglichkeit, heilsame Geisteszustände, die da sind, über mich selbst hinaus weiter auszudehnen und zu festigen. Soweit zu diesen Bemühungen, über das Unheilsame nicht entstehen zu lassen, das Unheilsame zu beenden, oder das Heilsame entstehen zu lassen oder das Heilsame noch auszuweiten. Und ich hoffe, es sei mir mit diesen paar Überlegungen mindestens ein Stück weit gelungen, Bemühen aus einer freudlosen oder angestrengten oder beschwerlichen Ecke etwas herauszuholen. Denn Bemühen, Dharma zu praktizieren, sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Einfallsreichtum und schöpferische Möglichkeiten sind für jede und jeden von uns zugänglich, da wo wir gerade sind. Jede unserer Handlungen, alle unsere Momente, von einfachsten Alltagsverrichtungen und täglichen Pflichten bis hin zu schwierigen Gefühlen oder erhabenen Gefühlen und Gedanken, sie alle können ausnahmslos in unsere Praxis mit einbezogen werden. Die große Schwierigkeit bei der ganzen Sache ist, man muss es wirklich tun. Ich möchte mit zwei Abschnitten aus einem Gedicht von Hafiz schließen. Du besitzt alle Zutaten, um dein Leben in einen Albtraum zu verwandeln. Mische sie nicht. Du besitzt alle Zutaten, um dein Leben in Freude zu verwandeln. Mische sie. Mische sie.